InternationalistInnen und InsterAner. Wir wollen nicht laut schreien, damit die politische Bühne unsere Stimme hört. Wir haben nicht gehört seit gut 11 Monaten. Und wir müssen unsere Wege gehen, wo die eine feministische Revolution oder Widerstand grundsätzliche Veränderungen über Frauenrechte und Männerrechte in jeder Gesellschaft, wo die Frauen diskriminiert werden und basta. Unser Wunsch, unsere Intelligenz tut wirklich eine wunderbare Welt zu einer wunderbaren Welt, wo die Menschen wirklich in Ruhe und Frieden und Freiheit leben können. Unser Ziel ist nicht anderes als mit der Parole Jen Jian Azadi, San Zendegi Azadi, Frau Leben Freiheit, Woman Life Frieden. Was ist daran eigentlich problematisch? Viele Frauen in dieser ganzen Welt, in Algerien, Nordafrika, arabische Länder und zum Glück oder bedauerlicherweise nach der Ermordung von Jina Amini, eine Iranerin aus dem Territorium Kurdistan, die Stadt speziell Saqqes, wird ermordet. Ein Mensch, wenn ermordet wird, unschuldig, sind die gesamte Welt betroffen. Und es ginge nicht um irgendwelche Korruption oder Schmuggler. Sie ist einfach angereist in Teheran, im Zentrum sogenannter Diskriminierung und Unterdrückungsorgane des islamischen Regimes. Ich persönlich möchte ich Sie, jeder Einzelne hier willkommen heißen. Wir sind die stärkste gesellschaftliche Kräfte, die auch politische Bühne unter Druck setzen. Das ist kein Theaterspiel hier. Dieses Symbol im Iran ist jetzt Tradition geworden. Wer sich protestiert, wer nicht protestiert. Die Protestierenden sind 20.000 in dunklen Gefängnissen, in irgendwelchen Gefängnissen und dann iranische Wahrheitsgefängnisse. 20.000 Opposition im Iran sind im Keller, in dunkleren Gefängnissen Iran. Es ist an der Zeit, die iranischen Gefängnisse anzugreifen. Anders geht nicht. Für die Bildung einer demokratischen Regierung brauchen wir solche Freiheitskämpfer, die verhaftet wurden. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Verständnis.